So Gertrud Salzmann von der ÖVP. Der Plan T für Tourismus der Ministerin sei ein Paradigmenwechsel gewesen. Die Umwelt, der Unternehmer, die Unternehmerin, die Bevölkerung würden im Plan T eine Rolle spielen. Petra Wimmer, SPÖ, ist am Wort. Frau Ministerin, es ist sehr erfreulich, dass Sie sich freuen drauf, wenn das Gesundheitsministerium den Mund-Nasen-Schutz für die Mitarbeiter in der Gastronomie, die Mitarbeiter diesen nicht mehr tragen müssen. Aber wir haben vor einiger Zeit hier, vor ein paar Stunden, es ist noch nicht sehr lange aus, einen Entschließungsantrag der Oppositionsparteien genau zu diesem Thema hier abgestimmt und Sie haben dagegen gestimmt. Also das ist schon ein bisschen absurd. Ja, nun zum Tourismusbericht. Ja, eine riesige Branche wurde hart getroffen und findet sehr, sehr schwer zurück in die Normalität. Auch die Messen sind ein wichtiger Teil der Tourismuswirtschaft. Und das ist natürlich insbesondere für meine Heimatstadt, für die Messestadt Wels, ein sehr wesentlicher Wirtschaftsfaktor. Die Messen beschäftigen neben vielen eigenen Mitarbeiterinnen auch jede Menge Zulieferfirmen, Sicherheitsunternehmen, Reinigungsbetriebe, Gastronomie, Messebauer und viele, viele Logistiker und vieles, vieles mehr. Und für viele dieser Firmen sind die Messen ihre Geschäftsgrundlage und diese Grundlage wurde ihnen natürlich über die letzten Monate zur Gänze entzogen. Und für andere Unternehmen ist der direkte Messeverkauf ihr Geschäftsmodell. Österreichweit sprechen wir davon 7.000 Firmen und ihre komplette wirtschaftliche Grundlage ist weggebrochen. Davon sind 20.000 Menschen betroffen, die in Kurzarbeit gegangen sind oder arbeitslos geworden sind. Auch für die regionale Wirtschaft und den Tourismus sind die Messen ein ganz wesentlicher Faktor. Sie produzieren eine Umwegrentabilität mit dem Faktor 5 bis 7. Also das sind gewaltige Zahlen. Ein Gesamtumsatz der Messen liegt bei 200 Millionen Euro und der indirekte Umsatz damit bei 1,4 Milliarden Euro jährlich. Die Forderung der österreichischen Messen nach klaren Regeln für den Neustart nach der Krise wurde lange nicht erfüllt und blieb ungehört. Jetzt, endlich vor wenigen Tagen, konnte die Branche aufatmen. Endlich gibt es Rechtssicherheit und Klarheit, dass Messen und Kongresse wieder stattfinden können. Und das ist für diese eine große Erleichterung. Der Masterplan für den Tourismus ist aus den bekannten Gründen überholt. Die massiven Auswirkungen der Corona-Krise auf diesen großen und wichtigen Wirtschaftszweig sind darin noch nicht berücksichtigt. Sehr geehrte Damen und Herren, jetzt braucht es volle Unterstützung und Hilfe für die Betriebe, Hilfe, die auch ankommt. Und dann braucht es erst einen neuen, realistischen Masterplan für den Tourismus in Österreich. Vielen Dank.